Willkommen zurück bei X3. Da sind ja schon wieder Piraten. Och nö, so langsam wird's ein bisschen viel. Ein Bussard und eine Lite. Naja, die sind weit genug weg. Dürfte sich mal andere drum kümmern. Produktionskomplex schwere Waffen. Sie sprechen mit dem Assen Sion Teladi. Die von Ihnen geforderten Informationen werden gerade übertragen. Eine Patrouille in Nyanas Unterschlupf. Da kommen wir gerade her, mein Freund. Da ist ein Tor. Ich würde sagen, wir entdecken mal neue Sektoren. Jawohl. Tor, Profitcenter Alpha. Profitcenter Alpha. Das klingt doch gut. Wir fliegen nach Profitcenter Alpha. Guck mal hier. Militär Phoenix, das ist die Sektorwache. Die legen sich mit den Piraten. Ach, da unten ist unser Buster. Sie wurden befördert. Händler. Ich wurde befördert zum Händler. Bei wem? Ach, wahrscheinlich. Ah, der hat schon gekauft. Energiezellen sind Standard. Finde auf Sektorkarte. Kahuna-Pressen sind große Okay. Der da unten will noch haben. Das heißt, Hermes, Kommandos, Navigation. Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Sehr gut. So. Erreiche System. Profitcenter Alpha. Profitcenter Alpha. Was haben wir denn hier Schönes? Produktionskomplex Mittlerer Schild. Produktion. Eingehende Nachricht. Die Argon Buster war einst. Ach, unser Buster. 157.000 kriegen wir für den Kahn. Der Buster war einst der Stolz der Flotte der Argonen und trug maßgeblich zum Sieg im Xenonkrieg bei. Danke. So, Geld verdient. Jetzt sollten wir gucken, mittlerer Schild. Ah, guck mal hier. 93.000 kostet das Schild. So ein Mistding brauchen wir für unseren Händler, weil der hat ja nichts. Gut, mal gucken, wo geht's denn hier weiter? Da hinten ist ein Sprungtor. Okay, dann fliegen wir mal ungefähr in diese Richtung. Energiepulskanone. Stellt die Energiepulskanone her. Das freut mich aber. Gibt's hier keinen? Oh, da gibt's eine Mission. Energiepulskanonenschmiede, Alpha. Sie sprechen mit dem Automat. Lassen Sie und die Ladi. Diese Mission wird. Verteidigen Sie! Oh! Sehr schwer. Piraten sind in meine Station anzugreifen. Wenn ich bezahle, kommen sie zurück und zerstören meine Station. Ich habe ja gesagt, dass ich Verteidigungskrempel machen will. Aber sehr schwer?
Vesper-Rakete installiert. Ich habe zwei Vespen. Libelle-Rakete installiert. Flammenschwert-Rakete installiert. Flammenschwert-Rakete. Ent-Moskito-Rakete installiert. Ich mache es. Ich mache es. Ich riskiere es. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikativ. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ich mache es. Ich riskiere es. Jawohl. So. Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden. Verbindung zum Tiladi. Es könnte während der Mission zu problematischen Momenten kommen. Oh! Wow! Pirat, Bussard, Angreifer. Pirat, Harrier, Frachter. Wow. Okay, das meint er mit sehr schwer. Pirat, Harrier, Angreifer. Moskito-Rakete hat sich selbst zerstört. Wie, außer Reichweite? Vesper-Rakete ins Moskito-Rakete hat sich selbst zerstört. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Pirat, Discoverer, Aufklärer. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Teladi-Unternehmen ist für Ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Als Belohnung erhalten Sie 500 Credits. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Pirat, Bussard, Angreifer. Pirat, Bussard. Der nächste, bitte. Ja! Ich bin verhalten optimistisch. Haben wir noch einen? Steig aus. So, du bist der Letzte. Flammenschwertrakete. Ihre Leistung war ausgezeichnet. Gratulation. Die Übertragung der Bezahlung ist eingeleitet. Sie haben an Ansehen gewonnen. Ja, es gibt eine Menge Ansehen. Und es gibt vor allem... Vorhut, Harrier. Es gibt vor allem Beute. Oh, Mantis-Raketen. Was kann die? Ist der Prototyp 3000. Einer neuen Rakete, die bereits vor den Angriffen der Karg... Mantis-Rakete. Ah, sehr gut. So, das hat uns jetzt dahingehend geholfen. Wir haben 97.000 Credits verdient. Libelle-Rakete. Flammenschwert-Rakete. Entfernt. Frachtraum enthält nun Mantis-Rakete. So. Flammenschwert-Rakete. Sammle ein. Frachtraum enthält nun. Sag mal, mir fällt gerade ein, wir haben doch genug. Sammle Ware ein. Autopilot aktiviert. Wir haben noch genug Module geladen. Frachtraum enthält
fliegt nun Mantis-Rakete. Das kann auch alleine machen. So. Sehr gut. Wie geht es eigentlich meinem Hermes? Ah, der ist auch gleich da. Wunderbar. Gleich gibt's Geld. Und wir? Gibt es hier eigentlich keine große Raumstation? Also im Sinne von dieser... Was sind das da hinten? Ach so, Werbetafel. Eingehende Nachricht. Energiezellen. Jawohl. Verkauft. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher. Energiezellen. Verkauft. Sehr gut. Und jetzt kannst du gleich mal gucken. Sonnenkraftwerke erzeugen. Ja. Preis ist immer noch gut. Das heißt, mein Freund, du kannst Kommandos. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Nochmal da andocken. Aha. So, und diese Handelsmissionen. Guck mal an. Wir haben schon 300.000 zusammen. Wenn man sich mal überlegt, wie wir uns vorher abgekrepelt haben. Da lässt sich jetzt so ein mittlerer Reichtum blicken. Und wenn wir das dann später automatisieren können, nämlich mit einem Sektorhändler. Erreiche System. Zwei Riesen. Zwei Riesen. Na, mal gucken, was uns die zwei Riesen versprechen. Oh, wir sind immer noch bei dem Teladi. Da ist eine Raumstation. Da auch, da auch. Erschütterungsimpulsgenerator. Wow. Diese Waffenschmiede stellt den Erschütterungsimpulsgenerator her. Ja, für 500.000. Oh, Teladi-Geschützturm. Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich funktionell, aber nicht auf Komfort ausgelegt. Schwere Waffen. Da hinten ist es Solar. Ausrüstungsdock. Teladi-Ausrüstungshelfen sind hauptsächlich funktionell und nicht komfortabel. Ihr einziger Daseinszweck ist die... Da ist der Handelssoftware Mark 3. Cool. Diese Handelssoftware hier für 500.000, die brauchen wir. Dann kann nämlich unser Händler alleine handeln. Aber kostet 500.000. Wir haben 300.000. Also muss unser Händler doch ein paar Mal hin und her fliegen, bis wir das Geld zusammen haben. Ansonsten Laderaumerweiterung. Schnäppchenfinder. Der funktioniert so. Mal gucken, ob ich jetzt die Taste belegt habe. Hier. Der zeigt uns jetzt an, für unsere Waffen, die wir an Bord haben, die Preise. Günstigste. Und hier haben wir die besten Käufer. Ja. Keine Käufer. Unsere Moskito-Raketen würden wir im Ausrüstungsdock loswerden. Genau. So. Und damit können wir, wenn wir in den Sektor reinfliegen, jederzeit sehen, wo wir unsere Fracht verkaufen können. Da ist ein Südtor. Profitcenter Alpha. Genau. Und wo geht es jetzt weiter? Da hinten. Da geht's weiter.
Torpedofabrik Streithammer, Alpha. Diese Fabrik stellt den schweren... Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Wir können handeln. Jawohl, handeln. Energiezellen für 12. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im Gesamt... Energiezellen. Gekauft. Danke. Ah, mal aus der Sonne gehen hier. Kahuna-Pressen sind große... Okay, einmal geht's noch mindestens. Schiffsmenü, Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Oh, geh doch mal aus der Sonne hier, mein Freund. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Und während du handelst, erkunden wir neue Welten, wo noch nie ein Argone zuvor gewesen ist. Ah, sehr gut. Tor, Heim des Patriarchen. Heim des Patriarchen. Klingt nach Paranino oder Split. Ich würde sagen Split. Ich würde sagen Split. Für die Paraniten klingt es nicht heilig genug. Erreiche System, Heim des Patriarchen. Ja, dann sind die Split. Denn da kennt man daran, dass sie so eine fantasielose Kästen bauen. Split. Split, mittlere orbitale Waffenplattform. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Ja. Split Handelshafen. Ich formuliere meine Anfrage in der Hinsicht, ich möchte hier gerne mal landen und mal gucken, was ihr an Waren habt. Sprechen mit dem Auto positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ist das ein grauer Kasten? Na gut, brauner Kasten. Quadratisch praktisch gut. Die Splits sind gute Kämpfer, aber sie haben nicht sonderlich viel für Ästhetik übrig. Oh, klick. Andock-Vorgang erfolgreich. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt Sie willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Heil der Familie Ronka. Computerkomponenten bilden die Grundlage der gesamten... Kampfdrohnen. Eine Kampfdrohne kann gegen jeglichen Feind ausgesetzt werden und bekämpft diese selbstständig. Na gut. Achtung, ihr habt nichts. Dann würde ich sagen, verschwinden wir hier wieder. Heim des Patriarchen. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Das ist unser Händler. Jawohl, handeln. Energiezellen.
Verkaufen. Sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten Energiezellen verkauft. So, und jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir so viele Energiezellen verkauft, dass der Preis auf 18 sinkt. Das heißt, unser Profit jetzt schwindet. Jetzt müssen wir mal gucken. Diese Fabrik stellt Kampfdrohnen. Ah, guck mal, da oben gibt es Energiezellen für 19. Das heißt... Wir werden noch eine Handelsfahrt machen. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und dann einfach zur nächsten Station fliegen. Und das möchte ich gerne automatisieren. Aber wir haben jetzt 330.000 und wir brauchen 500.000. Erreiche System. Kurs Niederlage. Kurs Niederlage. Split Schiffswerft. Erzmine M. Alpha. Sie sprechen mit dem Auto... Was soll sein, Pilot? Wie gerufen? Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Dieser Töten Sie. Lange dauern. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Eigentlich schon. Das ist ja bloß so ein kleiner Bastard. Nur, ich habe hier keine Polizeilizenz. Und ich möchte mich nicht mit dem Split anlegen. Also, kümmere dich bitte um deine Probleme selber. Tarkas Stern. Sonnenkraft. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Da werden wir mal ein paar Energiezellen mitnehmen. Das freut die Split, wenn wir mit ihnen handeln. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Formulieren Sie Ihre Anfrage. Positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Ich formuliere meine Anfrage. Ich möchte handeln. Grußfrequenzen aktiviert. Ja. Und... Klick. Heil der Familie Ronka. Vorgang erfolgreich. Heil der Familie Ronka. Die Split-Dynastie heißt Sie willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Energiezellen. Gekauft. So. Split Militär. Schwerer Drache. Ein schwerer Drache, genau. Den wollten wir mal ganz kurz als Ziel markieren, damit ich das Tor finde. Mal gucken, wo es dahin geht. Heil der Familie Ronka. Zuflucht des Patriarchen. Zuflucht des Patriarchen. Wofür muss er denn fliegen? Ausrüstungsdocks. Innerhalb des Split-Territoriums können an den Split-Ausrüstungsdocks die Raumfahrzeuge aus- und aufgerüstet werden. Laderaumerweiterung, Projektilkanonenmunition, Raumfliegenfangvorrichtung. Ach stimmt, das ist ja hier legal. Kampfsoftware, na das verkaufen die mir sowieso nicht. Energieplasmawerfer. Ionenschnellfeuergeschütze. Ha. Ja, ja. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Warte mal, was kostet eigentlich ein Solarkraftwerk? Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. 12 Mille. Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Na gut, die 12 Mille halt noch weniger als, eine Handelslizenz, Quatsch, hier eine. Die 500.000 für den Handelscomputer. Die werde ich mir als erstes zusammensparen. Erreiche System. Zuflucht des Patriarchen.
Zuflucht des Patriarchen. Geht sie überhaupt weiter? Oder ist das eine Sackgasse? Da gibt's Raumstationen. Okay. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten. Das wissen wir so langsam, meine Gute. Energiezellen gekauft. Deshalb kaufen wir die auch. Und fliegen jetzt. Diese Fabrik stellt Kampfdrohnen her. Kampfdrohnen. Okay. Öffne Schiffsmenü. Kommandos. Kommandokonsole. Navigation. Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. So, die Zuflucht des Patriarchen bringt uns nicht viel. Ich sehe hier nämlich kein weiteres. Doch, da hinten. Da ist ein Tor. Wir erkunden neue Sektoren. Wir können eigentlich mal, während wir da hinfliegen, mal auf die Galaxiekarte gucken. Ja, hier. Von Grüne Schuppe sind wir jetzt über PDNY Hauptquartier hier hochgeflogen und sind jetzt bei Zuflucht des Patriarchen. Warum blinkt das Ding? Achso, weil wir gerade zufällig ausgewählt haben. So, jetzt haben wir das ausgewählt. Da sind wir. Und da gibt es mindestens ein Raumtor. Da hinten. Das steuern wir jetzt an. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. Der muss aber noch Energie erzeugen, weil kostet 13. Aufbauend auf Designermerkmalen der beliebten. Unser Laderaum war leer, wa? Eine angemessene Brücke zwischen der Buster und der Nova. Nee, wir haben noch 55 Energiezellen an Bord. Gut. Das heißt, wir können langsam mal gucken, wo wir die Energiezellen loswerden, bevor wir neue kaufen. Eingehende Nachricht. Es gibt Geld. Eine Kampfdrohne kann gegen jeglichen Feind. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum Energiezellen verkauft. Oh, jetzt sinkt der Preis hier auch auf 18. Hat er den jetzt noch mitgenommen, den Befehl? Erreiche System. Ronkas Macht. Ronkas Macht. Die Hermes basiert auf einem alten Entwurf des Ganymedes. Kein Befehl, okay. Öffne Schiffsmenü, finde auf Sektorkarte. Sonnenkraftwerke erzeugen Energie. 14. Man findet sie über. Nicht gut. Sonnenkraftwerke da. Erzeugen. Okay, wir können noch handeln. Öffne Schiffsmenü, Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt.
Kommando akzeptiert. So, Ronkers Macht. Was kann denn Ronkers Macht? Split-Ausrüstungsdock. Innerhalb des Split-Territoriums können an den Split-Ausrüstungsdocks die Raumfahrzeuge aus- und aufgerüstet werden. Nichts, was uns interessiert. Da hinten ist noch eine Schiffswerft. Split-Handelshafen. Split-Raumstationen sind düstere, ungastliche Orte. Handelnde Rassen, die zu Besuch kommen, werden toleriert, aber nicht motiviert, sich länger als notwendig aufzuhalten. Split-Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Gut, nichts, was uns interessiert. Und jetzt war doch hier irgendwo, gab es eine rote Mission. Nee, die ist schon wieder weg. Kein Tor. Wer bist du denn? Split-Ausrüstungsdock. Ach so, es ist ein Ausrüstungsdock. Na gut, dann müssen wir wieder zurückfliegen. Mist. Aber es gab ja... Ah, hier unten. Da geht's weiter. Mann, ich will einen Sprungantrieb haben. Eingehende Nachricht. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Sprungantrieb und entdecken dabei neue... Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Energiezellen, gekauft. So, wo wäre man die los? Diese Fabrik stellt Kampfdrohnen her. Okay, nochmal zu den Kampfdrohnen. Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Sehr gut. So langsam kommen wir auf den grünen Zweig. Wir haben schon 325.000 zusammen. Erreiche Piraterie. Zuflucht des Patriarchen. Piraterie ist irgendwie profitabler, kann das sein? Raster-Raffinerie, M, Alpha. Da gibt's eine rote Mission. Okay, wir gucken mal. Ich docke mal da an. Und dann schauen wir mal, was diese Mission bringt. So. Kursniederlage. Wir entfernen uns ziemlich weit von unseren Startsektoren, aber das ist beabsichtigt. Wir wollen genau hierhin. So. Ach, da hinten ist noch eine Station, die wir noch nicht entdeckt haben. Da müssen wir noch in Radarreichweite kommen. Tor, Kurs, Niederlage. Raster-Raffinerie, M, Alpha. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Oh, ich finde es schön, wie gut du handelst. Eine Kampfdrohne kann... Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher, die im gesamten bekannten Universum verwendet werden. Energiezellen. Oh, guck mal hier. Jetzt ist die Energiezelle auf 17 gesunken. Das heißt... Das Rheinwerk ist die Fabrikation... 17. Kahuna-Pressen sind... 19. Orbital stationiert. Alles klar. Sonnenkraftwerke erzeugen in... Docke da an. Erteilt. Kommando akzeptiert. Ah, sobald es automatisiert wird, sind wir die Helden. Ja toll, wie kriegen wir jetzt eigentlich den Computer zu dem hin? Weil, wenn wir den kaufen, dann müssten wir ja von hier, wo haben wir den gekauft? Hier, wa? Den ganzen Weg wieder zurückfliegen.
bis da hinten hin, um das Ding abzuliefern. Da, Polarstern. Haben wir hier nicht irgendwo noch einen Teladi-Sektor? Ja, hier. Dann brauchen wir hier einen Ausrüstungsdock. Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich funktionell, aber nicht... Argonen? Nee. Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich funktionell, aber nicht auf Komfort ausgelegt. Ja. Da müssen wir nämlich zusehen, wie wir die, die Transport, überhaupt noch dahin kriegen. Das Modul. Damit der handeln kann. Ich will natürlich nicht den ganzen Weg zurückfliegen und vor allem, ich will es euch nicht antun, nochmal zu gucken, wie wir hier endlos durch Sektoren geistern. Sie sprechen mit dem Automatis positiv. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Eingehende Nachricht. Energiezellen sind standardisierte Energiespeicher. Energiezellen. Das Rheinwerk ist die Fabrikationsstätte. Kahuna-Pressen sind da. Groß. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Unser Händler sorgt für Reichtum. Naja, zumindest für einen bescheidenen. So, und was hast du hier im Angebot, mein Freund? Andock-Vorgang erfolgreich. Heil der Familie Honka. Verbindung zum... Richtiger Zeitpunkt sein. Dieser Auftrag können sein schwer für jemanden wie du. Können schwer sein für jemanden wie du. Genau. Dieser Auftrag ist aber gut für jemanden wie mich. 55.000 können wir hier verdienen. 56.000. Den... machen wir. Aber ich würde sagen, den machen wir nächstes Mal. Wir machen von hier aus... An den Piloten des Schiffes mit der Nummer 2, 6, 2, Sie parken 3, falsch. Bitte räumen Sie die Landebucht. Ihre Liegedauer wurde überschritten. Genau. Und wenn du nicht abgeschleppt werden willst, verzieh dich. Gut, wir sind raus hier. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und dann gibt's eine Kampfmission. See you later!